Jahre lang war Diana Burnwood mein Handler innerhalb der Agency. Sie lieferte Informationen und stand für Diskretion. Und ich für Perfektion. Wir haben uns vertraut. Dann, am 10. August, zwang Diana die Agency in die Knie. Sie löschte alle Konten, kappte alle Kommunikationswege, ließ die Agenten auffliegen und nutzte das Chaos, um unterzutauchen. Nun hat die neu formierte Agency sie aufgespürt und mir den Auftrag erteilt. Eines Tages werde ich das alles vergessen haben. Aber bis dahin mache ich meinen Job. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wie ihr schon gesehen habt, spiele ich diesmal Hitman Absolution. Ja, ich habe es mal als Let's Play gesehen, ist auch schon voll lang her und ich fand es richtig toll, deswegen wollte ich das selber mal spielen. Und ja, also ich denke mal, das hier wird wahrscheinlich die Geschichte sein, also die Story. Das fängt auch immer wieder von vorne an. Und dann gibt es hier noch sowas wie Aufträge. Spieler fordern sich oft gegenseitig heraus, um den besten Killer zu ermitteln. Wer kann das Ziel am schnellsten und saubersten ausschalten? Na, mal gucken, das können wir vielleicht auch nochmal machen. Aber ich würde sagen, wir widmen uns jetzt erstmal der Geschichte und hören jetzt mal auf zu reden. Gut, Optionen. Zielen und Kamera. Hinweise und Instinkt. Untertitel auf jeden Fall ein. Audio. Stimmen, mach mal. Ah, die sind schon auf voller Pulle. Ich würde sagen, die Musik machen wir mal ein Stück runter. Effekte noch ein Stück. Und das packen wir auch mal mit dahin. So. Anzeige. Das ist die Frage. Ah, da war es doch gerade meine Einstellung. Ah. Oh, ich hab's schon wieder weggemacht. Fail. Hier. Gut. Vollbild. Ich weiß nicht, was sie mit exklusives Vollbild meinen. I don't know. Das lassen wir erstmal so. Grafik. Okay. Maus und Tastatur. Ich würde sagen, wir lassen das einfach mal so. Deutsch. Gut. Nachrichten. Was für Nachrichten? Keine Ahnung. Das Team. Na gut, dann neues Spiel. Einfach. Dank einer herausragenden Ausbildung eines Körpers, dessen Fähigkeiten das Menschenmögliche übersteigen, haben ihre Feinde keine Chance gegen sie. Ob durch Klugheit oder rohe Gewalt, niemand kann sie aufhalten. Spieler aktivierte Kontrollpunkte, Instinkt regeneriert sich. Instinkt gibt Hinweise, Feinde reagieren langsamer als normal. Normal. Sie können sich auf die überlegene Ausbildung und den Instinkt von Agent 47 verlassen. Völlig unbemerkt zu bleiben ist bisweilen eine Herausforderung, aber mit ihren Waffen können sie sich aus jeder Situation freikämpfen. Instinkt regeneriert sich nicht. Instinkt gibt Hinweise, normale Feindpräsenz mit normalen Reaktionszeiten. Ich kann heute nicht lesen. Und dann gibt es noch schwierig, Experte und Purist. Ich würde sagen, wir machen normal. Das müsste eigentlich passen. Und ja. Heute ist übrigens der 25. Dezember, das heißt, es war schon Weihnachten. Somit nachträglich fröhlicher Weihnachten, wenn auch immer ihr das guckt. Hör mir zu. Das kommt erst am 27. ungefähr raus. Oder so. 29. glaube ich. Hm. Du musst jetzt ganz tapfer sein. Ein Mann wird kommen und dich holen. Ich kann nicht mitkommen. Es muss so sein. Dieser Mann ist anders. Er wird dich beschützen.
urteile ihn nicht danach, was er tun wird. Tut mir leid. Vielleicht wirst du es eines Tages verstehen. Hier ist Benjamin Travis. Wir haben das Geld jetzt überwiesen. Willkommen in Chicago. Es freut mich, dass Sie die Sache übernehmen, 47. So etwas ist nie leicht, aber Diana Burnwoods Verrat muss bestraft werden. Ich würde ja ein Team schicken, aber für diesen Job braucht man ein Skalpell, keinen Hammer. Sie müssen nichts erklären. In Ordnung. Viel Glück, 47. Der gute alte Eisbahn. Sir. Ja, es ist ein Eiswagen. Ja, ich weiß. Ich schicke ihn weg. Hey, verschwinden Sie. Wir brauchen nichts. Was ist mit Ihrem Partner? Welcher Partner? Ah! Ein persönlicher Auftrag. Prolog. Bei diesem Auftrag werden wichtige Spielelemente markiert. Die Grafik sieht gut aus. Regel Nummer 1. Töten Sie diskret und lassen Sie sich nicht erwischen. Können wir noch rennen? Sehen wir uns jetzt die Oberfläche an. Der blaue Balken links unten zeigt Ihre Gesundheit an. Daneben sehen Sie Ihr Radar. Benutzen Sie es, um Gegner, Ziele und Ausgänge im Auge zu behalten. In der unteren rechten Ecke sehen Sie, welche Waffe Sie ausgewählt haben und ob sie zu sehen ist. Der gelbe Balken neben der Waffe zeigt den verfügbaren Instinkt an. Ist der Balken leer, können Sie keine Instinktfähigkeiten einsetzen. Na toll. Ah, die Grafik sieht hammer aus. Gelände des Anwesens betreten. Ah, okay. Ups, Notebook öffnen und Einsatzziele einsehen auf F1, okay. Laut ICA-Abteilungsleiter Benjamin Travis ist mein früherer Handler Diana Burnwood desertiert und hat wichtige Aktivposten der Agency mitgenommen. Ein Mädchen namens Victoria. Nach Monaten im Untergrund wurde nun Dianas Versteck gefunden. Ein schwer bewachtes Anwesen am Lake Michigan. Mein Auftrag? Diana eliminieren und das Mädchen zurückbringen. Persönliche Anmerkung. Diana hat mir das Leben gerettet. Ihr Tod ist zwar gerechtfertigt, aber ich bin nicht stolz auf diesen Auftrag. Von jetzt an werde ich sie nur noch als Zielperson bezeichnen. Das ist nichts Persönliches. Na gut. Was ist denn mit der Herausforderung? Na gut. Ich würde sagen, laut ICA-Abteilung. Im Inventar. Ja, hier eine Waffe. Na gut. Gehen wir jetzt mal hier raus und dann. Sie betreten einen abgesperrten Bereich. Wenn der Wachmann Sie sieht, verhaftet er Sie. Versuchen Sie also unbemerkt an ihm vorbeizuschlüpfen. Nähern Sie sich der Deckung vor ihm. In Deckung sind Sie für Ihre Gegner schlechter zu sehen. Ach, hier ist schon. Setzen Sie gefundene Gegenstände als Nahkampfwaffen ein oder lenken Sie Ihre Gegner damit ab. Werfen Sie den Schraubenschlüssel auf die Eimer, um die Wache abzulenken.
was zu uns. Ausgezeichnet. Schlüpfen Sie vorbei, solange die Wache abgelenkt ist. Hey, wer hat das geworfen? Ich. Hey. Zentrale, wir haben hier vielleicht ein Problem. Ich check die Situation. Over. Na gut. Finden Sie das witzig? Jo. Kommen Sie raus. Schon. Gut, dann haben wir das schon mal hinter uns gebracht. Drücken Sie eins, um die Silberballe auszurüsten und zwischen einer und zwei Waffen umzuschalten. Wenn Sie zielen, erfassen Sie Zielpersonen in der Nähe. Zielen Sie auf den Kopf. Erhöhen Sie dann Ihre Präzision, indem Sie Ihre Waffe stabilisieren. Ja, der ist jetzt tot. Sauberer Kill. Vergessen Sie nicht, die Leiche zu verstecken. Herumliegende Leichen alarmieren Ihre Feinde. Sehr interessant. So, B schleppen. Wo ist B hier? Loswerden auf E. Ja, ich hab doch eh gedrückt. Hallo. Na, wo gehen wir denn jetzt hin? Hier. Die Leiche ist jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder sie selbst. Oh Gott. Schalten Sie den Wachmann vor Ihnen mit der Klavierseite aus. Personal von örtlichen Einrichtungen? Ihr habt kaum Zeit für vernünftige Hintergrundchecks. Irgendwas muss Sie erschreckt haben. Du bist der Sicherheitschef. Wenn du es nicht weißt... Sauberer Kill. Mit der Klavierseite können Sie Ihr Opfer sofort wegschleifen. Na gut, dann tun wir den jetzt mal auch noch hier rein. So, somit haben wir schon zwei Leute umgebracht. Wuhu. Na gut. Da unten sind noch mehr Leute, also sollten wir uns vielleicht jetzt nicht unbedingt darüber schwingen. Weil sonst werden wir höchstwahrscheinlich entdeckt, würde ich jetzt mal meinen. Genau, und hier können wir runter, okay. Oh Gott, hab ich mich gerade. Sie haben einen Kontrollpunkt aktiviert. Wenn Sie sterben oder neu beginnen, starten Sie an dieser Position. Na gut. Also ich werde die Kontrollpunkte höchstwahrscheinlich immer aktivieren, weil ich keinen Bock habe, immer wieder von ganz vorne zu spielen. Aber mal gucken. So. Aber bis jetzt wurde man ja noch nicht erwischt. Mal gucken, wenn es zum ersten Mal passiert. Okay, hier ist keiner. Dank seiner Ausbildung entgeht Agent 47 in seiner Umgebung so gut wie nie. So gut. Sehen Sie die Wachen, die überall im Garten verteilt sind. Ja. Warum brennt's denn da? Irgendwie brennt's da. Oh, fuck, fuck. Gleich bemerkt sie jemand. Die Aufmerksamkeitsanzeige zeigt an, aus welcher Richtung Gefahr droht. Versuchen Sie unerkannt zu entkommen. Ach Gott, ich komm's denn darauf? Hoffentlich kommt er jetzt schon mal runter. Nee, ich glaube, der bleibt da stehen. Okay. Gut. Ein Buch. Okay, was ist das jetzt? Ach so. Ablenkung, ein präziser Schuss oder die Klavierseite. Sie haben die Wahl. Ups. Ich muss hier immer über mein Mikrofon gucken. Oh Gott. Nein, du siehst uns nicht. Du siehst uns einfach gar nicht. Nein, scheiße. Uns hat jemand gesehen. Ich weiß nicht wo. Kacke, kacke. Oh. Sie wurden verhaftet. Laufen Sie nicht weg.
Geben Sie vor, sich zu ergeben. Oder gehen Sie ruhig in einen abgeschiedenen Bereich und kümmern Sie sich dann um Ihren Feind. Oh. Cool. Knockout. Das war jetzt auch sehr interessant, muss man schon sagen. Gut, dann bewaffnen wir uns mal wieder so und dann müssen wir mal die beiden Leichen verstecken. Das war jetzt der von da oben, kann das sein? Scheiße. Kack, uns hat schon wieder jemand entdeckt. Egal, ich würde sagen, wir verstecken die jetzt erstmal. Eine Leiche wurde gefunden. Ach Quatsch. Jetzt alle Zeugen wurden beseitigt. Die restlichen Gegner wissen nichts von ihren Aktivitäten. Denken Sie daran, ihre Opfer zu verstecken, um nicht entdeckt zu werden. Ich bin ja schon dabei, liebe Frau. Na, komm mal hier. Zentrale, wir sind alle tot. Komm mal hier. Wirklich alle. Sitzt hier sonst noch jemand? Ich glaube nicht, oder? Nee, sieht nicht so aus. Gut. Ich glaube, ich habe jetzt alle beseitigt. Ich verstecke die trotzdem mal jetzt noch schnell. Ach, hier ist ja auch noch eine Kiste. Habe ich ja. Bin ich vorhin dran vorbeigerannt. Na toll. Ich weiß ja nicht, ob es das jetzt auch irgendwas bringt, die jetzt zu verstecken. Ich mache es jetzt einfach mal. Man weiß ja nie, ne? So. Ich habe vorhin übrigens mein Buch nach denen geschmissen. Ich nehme das mal wieder mit. Der Container ist jetzt voll. Sie können keine weiteren Opfer mehr verstecken. Mhm. So. Aber hier sind ganz schön viele Kisten rum, muss man schon sagen. Buch und Ziegelstein austauschen. Nee. Ich behalte mein Buch. Oh Gott. Warten Sie und hören Sie zu, was die Leute um Sie herum sagen. So erhalten Sie manchmal wichtige Informationen. Oder erfahren, wenn die Luft rein ist. Ich weiß dein Mitgefühl echt zu schätzen. Ich bin gerade fast in die reingerannt. Ich habe den gar nicht gesehen. Du solltest dir einen anderen Job. Benutzen Sie Ihren Instinkt oder das Radar, um den Ausgang. Lass mich ran, das ist bestimmt da, oder? Ja, ich sehe gar nichts. Toll. Außerdem kannst du sicher sein, dass es ständig regnet. Kein Schwein deine Sprache spricht. Und das Hotel ein rattenverseuchtes Drecksloch ist. Ist bei dir alles klar, Hank? Ich bin okay, Kleiner. Dreh du nur deine Runde. Sie sind jetzt im Nahkampf. Erledigen Sie Ihren Gegner. Gehen Sie in Deckung, um nicht getroffen zu werden. Oder verstecken Sie sich. Boah, ich bin voll schlecht gerade. Bitch. Ah, ich bin jetzt nicht einmal gestorben, ne? Das ist ganz gut, ne? So. Oh Gott, da kommt ein Feind. Ich sehe ihn doch gerade kommen. Nee, falsche, vorne Waffe. So. Wo ist mein B? Ach, ich finde das B nie. Was ist denn eigentlich mit dem anderen Typen passiert? Wo ist denn der hin? Ist er ins Wasser gefallen? Also ist der jetzt weg oder liegt der da einfach nur noch rum und ich komme nicht ran oder was? Das müssen wir jetzt mal nachschauen. Lauf. Ach, der chillt da so. Komm, lassen wir ihn im Wasser.